So eine schöne Wiese und die Äpfel sehen echt lecker aus. Einen muss ich mir auf jeden Fall nehmen. Der Apfel ist echt lecker. Was macht hier dieser Junge? Wie bitte? Haben Sie was gesagt? Nein, wieso? Nein, nichts. Ein komischer Junge. Hey, warum sagen Sie sowas über mich? Ich habe nichts gesagt. So ein Spinner. Jetzt hören Sie mal auf, sonst erzähle ich das meinen Eltern. Lest er etwa meine Gedanken oder was? Ist schon gut, ich gehe schon. Mensch, was war los jetzt? Echt seltsam. Da kommt noch jemand. Wollen wir am Wochenende zu meinen Eltern fahren? Habe ich nichts Besseres zu tun? Ich weiß es noch nicht. Komm schon, wir waren eine Weile nicht mehr bei Ihnen. Ich habe dort nichts verloren. Vielleicht. Lass uns das morgen entscheiden. Mensch, konnte ich etwa seine Gedanken lesen? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Ich soll nach Hause gehen und mich ein bisschen ausruhen. Hallo Mike, alles klar? Ja, und selbst? Du, es läuft alles gut bei mir. Wir wollten mal zusammen ins Kino gehen. Hast du am Wochenende Zeit? Nein, mit dir gehe ich sicher nicht ins Kino. Ich weiß es nicht. Ich muss meine Eltern fragen. Ich gehe lieber mit Max hin. Hast du eben etwas gesagt? Nein. Dann sag mir Bescheid, wenn du es weißt. Alles klar, mache ich. Tschüss, Cedric. Tschüss, Mike. Ich lege mich mal hin. Ein Schläfchen tut mir bestimmt gut. Mann, habe ich komische Sachen geträumt, als hätte ich Gedanken lesen können. Wie spät ist es? Ich muss bald zum Training. Hallo Alex, wie geht's? Alles gut. Und bei dir? Bei mir ist auch alles gut. Wo gehst du hin? Ich gehe zum Training. Und du? Ich gehe bald zu Mike. Wir wollen ins Kino gehen und überlegen uns, was wir uns anschauen sollen. Alles klar, mach's gut. Tschüss, Cedric. Moment mal, ich wollte doch mit Mike ins Kino gehen. War es doch kein Traum. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wie war das nochmal? Ich saß unter einem Baum und habe einen Apfel gegessen. Dann kam diese komische Frau. Danach ein Mann mit seiner Frau. Und zum Schluss Mike. Wie hat alles angefangen? Ich musste diesen Baum wieder. Wir fahren zu deinen Eltern. Oh Schatz, ich freue mich so sehr. Du hast recht, wir waren schon sehr lange nicht bei ihnen. Heute ist der Mann viel freundlicher. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn ich einen Apfel gegessen habe. Sie kommen zurück. Was schenken wir meinen Eltern? Immer will sie was schenken. Ich weiß es noch nicht. Immer muss ich ihn überreden. Es gibt ein neues Kochbuch. Meine Mutter würde sich sehr freuen. Sie hat doch schon 2000 Bücher. Wir schauen mal. Jedes Mal sagt er so. Warum kann man nicht gleich sagen, ja, das ist eine gute Idee. Das Buch kann man heute für 10 Euro kaufen. 10 Euro da und 10 Euro da. Wir schauen mal. Mensch, es funktioniert wieder. Morgen ist die Mathearbeit. Ich nehme einen Apfel mit. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. Nun, der Zauberapfel. Bringt mir Glück. So, Kinder, ihr habt 60 Minuten für die Mathearbeit. Schreibt bitte ordentlich und unterstreicht eure Ergebnisse zweimal. Ich wünsche euch viel Erfolg. Sie hat es leicht reden. Warum habe ich so wenig gelernt? Die erste Aufgabe ist echt komisch. Ich muss mich auf Samuel einstellen. Er ist der Klassenbeste. Bei der ersten Aufgabe muss man von 576 125 abziehen. Das ist das, was ich brauche. Also 576 minus 125. Das Ergebnis ist 451. 451. Sehr schön. So, Samuel, mach die nächste Aufgabe. Lara bekommt bestimmt wieder eine 4. Cedric hat bestimmt wieder viel gelernt.
aber für ein 1 wird das wieder nicht reichen. Abwarten. So, Samuel, gib Gas, Junge. Wie geht die Nummer 1? Wie viel Zeit haben wir noch? Die Nummer 6 ist echt heftig. Was hat Samuel? Wie geht die 6? Ach so, besser doppeln, dann geteilt durch 3 und zum Schluss minus 20. Sehr gut, Samuel. Wie viel Zeit haben wir noch? Samuel, dieser Streber, schreibt bestimmt wieder eine 1. So, die letzte Aufgabe. Ach, sie geht leicht. Super, Samuel. So, Kinder, die Zeit ist um. Bitte alle abgeben. Ich hoffe, Samuel hat alles richtig gerechnet. Endlich die Pause. Schnell aufs Klo. Schnell zum Bäcker. Frau Schwarz ist so doof. Warum redet er so mit mir? Ich bin der Beste in Mathe. Die anderen können nichts. Ich kann's nicht mehr. Noch eine Stunde, dann nach Hause. So, Kinder. Heute beschäftigen wir uns mit den Satzgliedern. Ich gehe ins Kino. Wer kann mir sagen, was hier Subjekt und Prädikat sind? Kein Bock. Keine Ahnung. Gehe ist Prädikat und ist das Subjekt. Noch 30 Minuten. Wen soll ich dran nehmen? Cedric. Gehe ist Prädikat und ich ist Subjekt. Richtig. Darf ich bitte aufs Klo? Ausgerechnet jetzt. Ja, natürlich. Mensch, ist das nervig. Am Anfang habe ich mich gefreut. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ich durchdrehe. Gott sei Dank, es ist schon jetzt die 6. Stunde. Endlich nach Hause. Wie war die Mathearbeit? Es war bestimmt schlecht. Was sagt er jetzt? Es war ziemlich gut. Ich habe alle Aufgaben gelöst. Letztes Mal hat er auch so gesagt. Wir hoffen, dass du eine gute Note kriegst. Wir hoffen jedes Mal. Vielleicht schafft er das dieses Mal. Das hoffe ich auch. Ich gehe zu mir. Ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Ausrede. Was ist mit dem los? Alles klar. Ich komme zu dir später. Es kann unerträglich sein, die Gedanken anderer Menschen zu kennen. Viele träumen davon. Aber wenn man das kann, will man das nicht mehr. Wie geht es dir, mein Lieber? Was ist los mit ihm? Alles gut, Mama. Ich habe in deiner Tasche 2 Äpfel gefunden. Schmeiß sie weg. Ich habe sie deinem Bruder gegeben. Er hat heute ein Schachturnier am Abend. Dann wird er heute den ersten Platz schaffen. Warum bist du dir so sicher? Das weiß ich einfach, Mama. Das wirst du sehen. Liebe Zuschauer, was glaubt ihr dazu? Würdet ihr auch diese Zauberäpfel essen? Hat euch dieses Video gefallen? So würden wir uns über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen.